So, jetzt starten wir die Aufnahme, weil das eigentlich Ende von Part 1, Anfang Part 2 jetzt. Also kann ich die Aufnahme halt auch wieder starten. Ich gehe jetzt mal eben zu der zweiten Orakeldame. Die ist ja gerade weggegangen und müsste eigentlich hier oben stehen, oder auch nicht? Okay, sie ist einfach nicht da. Ich sammle diese Dinge. Wertgegenstände sind Objekte, die für einen ansehnlichen Sümmchen Zorkins, die Währung hier in dem Gebiet, verkaufen kannst. Du bist zurückgekehrt. Das bin ich. Wieso glaubst du, dass Fortpflanzung der Schlüssel zur Nachricht der Jots ist? Die Almael vernimmt die Stimme der Jots. Und sie wollen, dass Okastok wieder gefeiert wird. Was ist das Okastok? Das Fest zelebriert den Kreislauf des Lebens. Hörst du es nicht? Die Geburt verstummt. Tausende von Monden ohne neues Leben führen zum Untergang. Vollende den Kreislauf. Erfülle den Willen der Jots. Dann wird die Botschaft wirklich. Talanisches Fruchtbarkeitsfest, ey. Das wird eine Party. Wird was? Der Botschaft kann nicht vertraut werden, bis sie der Almael den ersten Darumon bringt. Den ersten von vielen. Was ist ein Darumon? Ein Darumon ist ein Symbol der talanischen Einheit. Das Okastok-Fest kann nicht stattfinden, solange die Dörfer von Adelpha isoliert bleiben. Hilf ihnen, die Talaner hinter ihren Anführern zu vereinen. Und du erhältst dafür ihre Darumons. Bis zum nächsten Mal. So, das ist die zweite Hauptklasse, die wir freigeschaltet haben, die Vereinigung der Talaner. Hilf allen Dörfern, um ihre Darumons zu erhalten. Das Zeichen der Einigkeit. Nimmet, wie geht's den Kindern? Ich habe sie geheilt, aber ich weiß nicht, woher die Krankheit kam. Also muss ich wohl zurück, wenn die Magenkrämpfe wieder einsetzen. Doch auch in meinem Dorf ruft die Pflicht. Also sollte ich wieder nach Emea. Apropos Emea, du hast nicht zufällig einen Darumon übrig, oder? Ich brauche eine Menge davon und weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Mein Dorf ist ein genauso guter Ausgangspunkt wie jeder andere, wenn du nach Darumons suchst. Emea hat seine Probleme, wie jeder andere Ort in Adelpha, da bin ich sicher. Hilf uns und ich segne unserem Darumon selbst. Oder hilf erst den anderen Dörfern, denn bei den Jots, ganz Adelpha braucht Hilfe. Ja, und ich bin für alles verantwortlich. So, die Daoka-Karte. Hier kann ich über alle Daokas die Schnellreise machen. Emea und Kisa kennen wir ja zurzeit. Du hast das Tutorial beendet. Um ein Darumon eines Dorfes zu bekommen, musst du das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Drücke Tab, um die Questkarte zu öffnen. Den Häuptling suchen und mit ihm sprechen. Kehre zu den diversen Dorfquests zurück, um dir neue Ziele anzusehen und beim Erlangen von Darumons der Dörfer voranzukommen. Volukai, ich muss mit dir. Den Jots sei Dank! Leas hat mir gesagt, dass ich dich hier finden könnte. Der Ulukai. Ich kann nicht glauben, dass du echt bist. Wir haben so lange gewartet. Du bist doch nicht den ganzen Weg gekommen, nur um mich zu grüßen. Oder bin ich in eurer Welt so jemand wie Prinz? Das würde ich natürlich verstehen. Ein Prinz? Klingt mysteriös. Mein Name ist Emahit. Und ob du es glaubst oder nicht, ich bin zufälligerweise die Dolotai-Wächterin, die Forschungsgruppe mit dem Fokus auf Adelphas uralten Mysterien leitet.
Ich nehme an, du hast von den Phandasma-Schreinern gehört? Vielleicht habe ich das, aber mein Gedächtnis ist schlecht. Tun wir so, als hätte ich es nicht. Also, was ist mit ihnen? Was mit ihnen ist? Was mit ihnen ist? Ich weiß es nicht. Ich hatte wirklich gehofft, du würdest uns aufklären, Ulukai. Oh, da muss ich dich leider enttäuschen. Lass mich diese Stellen auf der Karte markieren. Ich glaube, das sind Phandasma-Schreiner und ich hoffe, dass du uns helfen wirst, ihr Geheimnis zu lüften. Die Jots wollen uns etwas sagen. Ich kann es spüren. Wenn du noch mehr davon entdeckst, lass es mich bitte wissen. Häuptling Hatsu will mich nicht hier haben, also gehe ich zurück zum Dolutai-Lager beim Ganda-Tempel. Wir sehen uns dann dort. Okay, Mahit. Vielleicht sehe ich mir das mal an. Vielleicht? Sokrim hat uns nicht gesagt, dass du so lustig sein würdest, Ulukai. Natürlich siehst du dir das mal an. Ich dachte erst, sie wäre eine Analogie zum Fanboy aus Mass Effect. Weißt du, wie viele Phandasma-Schreine es da draußen gibt? Ich habe hier einige dokumentiert. Bestimmt ist es noch ein langer Weg, bis du sie alle entdeckt hast. Okay, bis zum nächsten Mal, Emahit. Hey, Großer. Sei gegrüßt, Fender. Ich heiße Moor. Willst du dich anmelden? Anmelden? Wofür? Weißt du was? Vergiss es. Deine Hände verraten, dass du nicht in der Lage bist, hier zu arbeiten. Du bist dieser Ulukai, oder? Man sollte meinen, die Jots hätten dir bessere Hände gegeben. Was soll mit denen sein? Zu viele Finger für dich? Deine Hände eignen sich perfekt, um Tuniken zu nähen und Riesikuchen für die Wandlungszeremonie zu backen. Und jetzt geh. In den Baumkronen verrichten wir wahre Arbeit. Ich frag mich bloß, welche Arbeit solche Wurst... Ich meine, starken Finger erfordert. Bist du zum ersten Mal in Emir? Auf diesen Bäumen züchten wir die köstlichsten Moraks auf Adelpha. Ich heiße Moor. Ich bin der Großaufseher des Pflückerverbands. Sieh an, Großaufseher. Klingt wichtig. Pflücker sind nicht bloß einfache Bauern. Die besten Moraks wachsen nahe der Monde, in den höchsten Baumwipfeln. Die zu pflücken ist riskant. Nur junge und starke Talaner können sie erreichen. In meinen frühen Monden tanzte ich furchtlos über die Äste. Doch jetzt wird mir da oben schwindelig. Daher habe ich neue Aufgaben. Geil, oder? Ich muss jetzt los. Ja, das musst du. Einfach sagen, mir ist ein bisschen schwindelig da oben. Ja, nee, dann lass gut sein. Da musst du da nicht mehr arbeiten. Du siehst wichtig aus. Hast du kurz Zeit? Wo auch immer du herkommst, man hat dich doch sicher gelehrt, wie man einen Häuptling richtig anredet. Ich bin Hatsu, Anführer von Emea. Und wer bist du, Witzbold? Zumindest hast du kein Gork im Kopf. Dank den Jots dafür. Ich bin Cutter Slate. Schon von mir gehört? Ah, richtig. Der Ulukai, vor dem man mich warnte. Emea hat an deinen Geschichten kein Interesse. Ich würde dir ja einen köstlichen Morak für den Weg anbieten. Doch unsere Vorräte sind begrenzt. Hör mir nur kurz zu. Wovor fürchtest du dich? Ich wurde in Gegenwart der Jots zum Obersten gewählt. Ich fürchte mich vor gar nichts. Hör zu. Es gibt in diesem Dorf bereits einen Störenfried. Einen weiteren brauchen wir nicht. Und wer wäre das? Du kennst Dark noch nicht? Er hält sich am See auf. Ihr solltet euch gegenseitig eure lächerlichen Geschichten über die Rettung des Planeten erzählen. Geil. Alles, wir alle sind Freunde. Diese Invasoren, vor denen sich alle fürchten, hast du gegen sie gekämpft? Warum sollte ich? Um Emeas Sicherheit zu garantieren, will ich mit ihnen verhandeln. Verhandeln? Hast du gesehen, was sie da draußen anrichten? Sie werden euer Land an sich reißen, euch versklaven. Lass mich mit deiner Gewalt in Ruhe. Sollen wir die Invasoren etwa provozieren? Emea ist friedlich. Wir verkaufen Früchte. Sonst nichts. Pass auf, Hatsu. Die Jords haben mich nicht grundlos hergeschickt. Wenn du es zulässt, helfe ich euch.
Bist du je durch die verbrannten Ruinen der Bibliothek in Prokriana gegangen? Hunderte von Opfern sind in den schmutzigen Trümmern verstreut. In Emea gibt es weder Märtyrer noch Helden. Wir brauchen hier keinen Ulukai. Darum leben wir. Also gut. Und wie laufen die Verhandlungen? Bislang bin ich noch keinem Invasoren begegnet, mit dem ich reden konnte. Doch ich gebe mir Mühe. Ich glaube, die Invasoren sind noch in Desan beschäftigt. Ich will ihnen bloß signalisieren, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn sie dann schneller wieder verschwinden. Wo ich herkomme, sind Kollaborateure im Krieg nicht gern gesehen. Krieg? Warum redest du immer von Gewalt? Hier gibt es keine Krieger. Jetzt geh, lass mich in Ruhe. Trink Moraksaft in den Wipfel. Morak-Früchte, schmecken die gut? Wir essen hier nichts anderes. Die Moraks nähren, pflegen und läutern unsere Phantasmas. Früher kamen Talane aus allen Winkeln Adelphas hierher, um für den besonderen Geschmack viele Sorkins zu zahlen. Jetzt bin ich hungrig, Häuptling. Wo kriege ich welche? Du findest sie in den Baumwipfeln. Du musst nur klettern. Aber lass dich nicht vom Großaufseher Mor beim Stehlen erwischen. Er ist weitaus weniger zuvorkommend als ich. Was ist Mors Problem? Mor ist ein ehemaliger Pflücker aus den Wipfeln, der davon träumt, Häuptling zu werden. Doch die Wipfelbewohner sind einfache Leute. Um zu führen, muss man ganz unten sein. Ganz unten? Du meinst ganz oben, oder? Ich meine Klasse und Würde. Nur Bewohner des Bodens verfügen über echtes Ansehen. Die Baumwipfel sind für die Ungebildeten, Leute ohne Manieren. Klasse kann man nicht lernen. Vor allem nicht jemand wie Mor. Hart. Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Ich sorge mich um dich, Ulukai. Wo bist du? Ich bin in diesem Dorf namens Emea. Kennst du einen Störenfried namens Dark? Kasmirs Sohn? Dark ist ein guter Talaner. Vielleicht etwas verwirrt. Sich seines Phantasmas nicht sicher, wie seine gesamte Generation. Was stimmt nicht mit seiner Generation? Lass mich raten. Es liegt an den verdammten Videospielen. Nein. Es gab seit einem Dutzend Zyklen keine Wandlungszeremonie mehr. Es ist zu gefährlich, unsere Jugend zum Phantasmabrunnen zu bringen. Also haben diese jungen Talaner kein Phantasma? Jeder hat ein Phantasma. Sie sind bloß unsicher, welches der vier Phantasmas ihres ist. Die Zeremonie soll genau das zum Vorschein bringen. Ich war auch mal ein Teenager. Das war ziemlich verwirrend. Die Dialoge sind einfach hart. Hallo, Shamas Nimit. Was bei den J? Wie hast du so schnell gelernt, Agarsorg zu sprechen? Moment mal. Höre ich da einen Shamasar-Akzent heraus? Echt? Ich glaube, die Jots haben was mit mir gemacht, als ich der Almayel ihre Botschaft überbrachte. Oh, verstehe. Gepriesen seien sie. Sei vorsichtig, Ulukai. Die Aktivierung der Daokas hat die Aufmerksamkeit der Invasoren erregt. Also wo ist dein Daromon und wie kann ich ihn mir holen? Emeas Daromon existiert noch nicht. Der Häuptling des Dorfes erschafft einen Daromon als Zeichen der Dankbarkeit. Sprich mit den anderen Talanern und sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ein guter Freund Emeas bist, solltest du seinen Daromon erhalten. Aber viel Glück mit Hatsu. Ja, wie man auf Alien-Welten Freunde findet. Dieses Buch habe ich wohl im Regal liegen lassen. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme. Slate, der Kakadu, ist neu im Zoo. Pass auf dich auf, Nemeth. Oder so ähnlich. Koyo Morta, Saya. Die Unterschicht ist also oben.
und man muss sich runterarbeiten, um zur Oberschicht zu gehören. Seltsame Logik. Wo ich herkomme, ist es umgekehrt. Nur die weniger bemittelten Talaner leben in den Wipfeln. Die Jüngeren träumen davon, in unserer Gesellschaft abzusteigen, so wie ich es tat. Wo finde ich Dark? Für gewöhnlich hängt er bei den Läden ab. Die Händler bringen ihn dazu, nutzloses Zeug wie Taucherausrüstung und anderen Unsinn, der nie funktioniert, zu kaufen. Vielleicht ist er auch bei der Hütte seines Vaters am See, nordwestlich von hier. Vermutlich erforscht er den See, wie sein Vater vor ihm. Allerdings nicht schwimmend. Er würde selbst in einem Eimer Wasser umkehren. Keine Ahnung, was er da macht. Irgendein Geheimprojekt. Er sollte hier oben lieber fleißig Morax für den nächsten Konvoi sammeln. Also ich finde es sehr schön, dass sie wirklich versuchen, dass es in dieser Welt anders ist als bei uns. Eure soziale Logik steht wirklich auf dem Kopf. Wer will schon unten auf dem Boden sein? Die Aussicht da oben ist unglaublich. Aussicht ist nicht lohnenswert, Ulukai. Morax schon. Ohne Pflücker essen die Bewohner Emeas nichts als Riesikuchen zu jeder Mahlzeit. Und dieser Idiot Hatzo wird die Flaute auf mich schieben. Er wird mich zurück in die Wipfel schmeißen. Dann muss ich mir vom Holzbalkon aus den Sonnenuntergang ansehen, anstatt meine Zehen vom Staub zu säubern. Ein Albtraum. Ja, klingt schrecklich. Ich wünschte, ich könnte deinen Schmerz lindern. Du könntest mir früher helfen, als du glaubst. Kennst du Dark? Er ist einfach gestrickt und total begeistert vom Ulukai-Märchen. Ein Träumer. Aber er kann extrem gut klettern. Hey, ich mag Märchen. Oder zumindest einige von ihnen. Dark war mein bester Arbeiter. Er kannte sein Phantasma nicht und konnte höher klettern als jeder andere. Ich hatte große Hoffnung in ihn gesetzt. Was ist passiert? Kasimir ist passiert. Kasimir war Darks Vater. Ein absoluter Taugenichts, der sich für einen Schatzsucher hielt. Doch da er seinen Schatz nie fand, konnte er nie absteigen. Auf der Suche nach Weiß Jodwas hat er sich im See umgekehrt. Jetzt ist Dark genauso irre wie sein Vater. Er verließ die Wipfel, um der neue Dorftrottel zu werden. Ein Trottel, der an mich glaubt. Ich meine, wer glaubt schon an den Ulukai? Scheint ein prima Typ zu sein. Dark gab all seine schwer verdienten Sorkins für ein geheimes Vorhaben aus einem Märchen aus. Er weigert sich, wieder zu arbeiten. Doch einem Ulukai wie dir könnte gelingen, woran ich gescheitert bin. Du könntest ihn dazu bringen, sein Phantasma anzunehmen und sein Schicksal in den Wipfeln zu erfüllen. So, das müsste jetzt eigentlich die neue Quest aufgemacht haben. Ah, Rechtsklick ist zurückgehen. Rein in die Wildnis. Was geht hier vor? Oh mein Jod! Unglaublich! Haben die Jods dich zu Dark geschickt? Das wüsste ich auch gerne. Die Jods sind gerade alles andere als eindeutig. Wer ist Dark? Ich bin Dark. Deine Suche hat ein Ende. Dies ist der richtige Ort. Super. Ist dein Vater hier? In gewisser Weise. Er wurde am Grund dieses Sees umgekehrt. Ich versuchte, ihn zu retten, doch ich kann nicht schwimmen und wurde beinahe selbst umgekehrt. Ich fürchte mich so vor Wasser. Tut mir leid, das zu hören. Du solltest schwimmen lernen. Übung macht den Meister. Und so.
Warum baust du dir eine Hütte am See, wenn du nicht schwimmen kannst? Die Jots verspotten mich, weil mir eine Wandlungszeremonie verweigert wurde. Wieder und wieder prüfen sie mich mit Wasser. Doch ich kann unmöglich ein Eluetalaner sein. Ich hasse Wasser. Vater hasste es auch. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich werde mein Schicksal erfüllen. Na, und was für ein Schicksal wäre das? Die Altehrwürdigen markierten hier einen Fels, den mein Vater Millionen von Monden später fand. Auf dem gravierten Fels steht, dass sein einziger Sohn in einem See ein Artefakt entdecken wird. Ein Artefakt, das Emea vor dem Untergang bewahrt. Er wollte es für mich holen, doch jetzt fürchte ich das Wasser noch mehr. Der richtige Ort? Was tust du hier? Ha! Sollte der Bote der Jots das nicht wissen? Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, was sonst? Ich wollte Kasmirs Werk fortführen. Daher hörte ich auf, in den Wipfeln zu arbeiten und gab all meine Sorkins für einen Taucheranzug aus, der nicht funktioniert. Schließt du dich mir an? Kommt darauf an, würdest du ein Nein akzeptieren? Das klingt nach einem Ja! Komm! Es gibt viel zu tun. Wie mein Vater zu sagen pflegte, Übung macht den Meister. Kann ich mir diesen Fels mal ansehen? Mein Vater hat ihn allen gezeigt. Ich musste den Text sogar auswendig lernen, falls er zerstört würde. Keiner glaubte uns. Wer glaubt schon noch an Prophezeiungen, was? Und hier stehe ich brabbelnd in dem Glauben, die Jots hätten dich geschickt. Wie dumm von mir. Apropos Prophezeiungen. Vielleicht hast du schon mal vom Ulukai gehört. Bei den Jots? Natürlich! Mein Vater erzählte mir alles über den Retter Adelphas. Das bist du? Das scheint Leas zumindest zu glauben. Ich erinnere mich kaum an früher. Die Jots haben unsere Begegnung geplant. Ich werde dir den Text zeigen, Ulukai. Gemeinsam werden wir Emea retten, während du Adelpha rettest. Sicher. Wie könnte ich mich so einem Enthusiasmus widersetzen? Zeig mir den Felsen. Folge mir. Hier ist es. Warte. Was ist denn los? Du gehst voran. Ich bin meines Vaters Hazardes noch nicht würdig. Was ist das? Nicht anfassen. Es ist uralte Magie. Was zur Kreide? Ulukai? Bist du in Ordnung? Dark, das hier solltest du dir einmal ansehen. Allmächtige Jots, du hast das berührt. Was hast du getan? Kasmir hat es immer verboten. Oh. Wenn die Altehrwürdigen keine albernen Kritzeleien mochten, hat das sich dein Vater wohl einen Scherz erlaubt. Äußerst verwirrend. Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war jung und naiv. Es gibt kein Artefakt. Kein Abenteuer. Ein ruiniertes Leben für eine falsche Prophezeiung. Manchmal täuschen uns die Erinnerungen. Du weißt schon, wir sehen, was wir sehen wollen. Er hat gelogen. Es waren alles nur Märchen. Ich bin ja so dumm. Ich sollte meine Umkehrung planen. Es hinter mich bringen. Hey, Kasmir hat seine Geschichte vielleicht etwas ausgeschmückt, damit sie unterhaltsamer wird. Kinder langweilen sich recht schnell. In den Seen gibt es nichts. Alles andere ehrt weder meines Vaters Andenken, noch meines. Warte mal. Nicht alles auf der Tafel ist von deinem Vater. Hier gibt es alte Symbole, siehst du? Ich weiß, was du versuchst. Aber Harz hat recht. Ich muss erwachsen werden. Wirf selber einen Blick drauf. Siehst du diese Form hier? Ich glaube, ich weiß, was die sind. Und das X ist der Schatz. Wow. Oh mein Gott! Du hast recht, Ulukai. Das ist eine Karte der Seen. Und in diesem hier muss etwas liegen. Wir sind nah dran. Ich spüre es, Partner. Wir sind Partner. Partner? Mal ganz sachte, Dark. Ich helfe zwar gerne, hab aber eigene Ziele, verstehst du? Ich bin so aufgeregt. Du musst in den See tauchen, Ulukai. Du musst Emea retten. Hast du überhaupt gehört, was ich gerade... Wir sehen uns am See!
Von diesem Tag wird man noch singen. Gehen wir. Er hat ganz schön Stimmungsschwankungen. Gehen wir eben kurz zu dem Open-World-Event. Sie haben mich im Visier. Ulukai, pass auf! Du näherst dich einem Gorg-Ausbruch. Siehst du ihn? Gorg, so hieß das. Meine Güte, dieser verrückte Planet! Aus den Tiefen von Adelpha bricht Gorg hervor. Es fing mit der Invasion an. Jan sah es als natürlichen Abwehrmechanismus des Planeten, der im Kampf gegen unsere Feinde ausgelöst wurde. Aber Gorg kann Tiere infizieren und sie rasend machen. Sei also bitte vorsichtig. Okay, dann stopf ich mal diesen Gorg. Slate, Ende. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. So, Ressourcen für Kreaturen können mit bestimmten Pflanzen kombiniert werden. Achso, die fliegenden Vier sind ein Kamenai. Könnte nützlich sein. Ein Gorg erhalten. Das Beseitigen des Gorg-Ausbruchs hat dir die Melea-Kraft verliehen. Drücke G, wenn die Melea-Anzeige voll ist, um alle Feinde um dich herum für kurze Zeit einfrieren zu lassen. So, jetzt kommen wir zum... Yes. Ich habe dieser Gorg-Pflanze das Herz rausgerissen. Der Geruch hat sofort aufgehört. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Das ist wunderbar. Und gerade rechtzeitig. Die Gorg-Ausbrüche haben einen Talaner infiziert. Häuptling Hatsu musste ihn wegen seines unberechenbaren Verhaltens einsperren. Du solltest nach ihm sehen. Ich freue mich zwar nicht gerade drauf, aber ich mach's. Slate Ende. Okay, dadurch hat sich eine Nebenquest aufgetan. Oder eine Hauptquest, wie man es auch sehen mag. Gefunden! Oh mein Gott!
Unglaublich! Und was soll es jetzt sein? Dein Vater war wohl doch kein Spinner. Hier ist ein Artefakt. Wenn er das nur sehen könnte. Es ist so... so... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Geht mir genauso. Aber hey, es schwebt. Das ist schon mal ein Anfang. Nicht sicher, wie wir damit die Invasion bekämpfen sollen. Aber finden wir es gemeinsam heraus. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden, Ulukai. Mein Vater wäre stolz. Das Licht auf dem gravierten Fels. Glaubst du wirklich, das ist der Geist deines Vaters? Was ist ein Geist? Das ist Kasimirs Hazardes. Er wurde umgekehrt, bevor er sein Schicksal erfüllen konnte. Daher verweilt sein Hazardes hier und kann nicht nach Palana, bis er es getan hat. Kasimir muss seinen Frieden finden, bevor er zu den Jots kann. Hat Kasimir eine Anleitung oder so etwas erwähnt? Nein. Er meinte nur ständig, es würde unserem Volk helfen. Er wollte Hatzo davon überzeugen. Hatzo muss das sehen. Okay. Ich werde dieses Ding nach Emea bringen. Vielen Dank, Ulukai. Für alles. Komm jederzeit wieder. Oh nein. Schiebersdorf nach Emea. Schiebers Artefakt nach Emea. Also müssen wir das Ding ganz bis nach Emea schieben? Oh. Ist ja mal wieder typisch. Boah, wer kommt denn auf die Idee, ey? Ach, hier sind die Vögel. Wir können später bestimmt Früchte damit in den Baum befüllen. Besser sammeln. Das ist einfach eine Reiseblase. Ist auch ein Kühlschrank. Prima! Da ist auch ein Drachenei. Wenigstens ist es nicht so weit. Ich. Nicht zu nah! Macht Platz, meine Freunde! Ich habe freie Bahn! Hey! Robin Hood! Senk den Bogen, okay? Du kannst mir nichts befehlen! Also gut. Jetzt beruhigt euch alle mal! Dieses dreckige Stück Müll stinkt fürchterlich. Warum bringst du das her, Fremder? Ich befehle dir, es zurück an seinen Fundort zu bringen. Sofort. Hatzo, hör mir zu. Dag? Wir haben das Relikt, das Kasimir gesucht hat. Natürlich steckst du dahinter.
du brabbelnder Trottel. Damit retten wir das Dorf vor den Invasoren. Genau wie die altehrwürdigen Prophezeiten. Unsinn! Willst du, dass wir alle umkehren? Was? Nein! Hier gibt es nichts zu sehen. Geht auseinander, bevor die Invasoren uns vom Himmel aus sehen. Richtig, riesiges Dorf, ey. Aber Invasoren sehen uns natürlich nur, wenn wir zusammenstehen. So, über den Boden gleiten, freischalten. Vielleicht sollen wir das Ding mal erstmal sauber machen. Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Hoffentlich ist das Artefakt hier sicher. Im Meer hat viele Bewohner. Ob jemand weiß, worum es sich handelt? Das weiß keiner. Es ist zu... Warte! Nemeth! Er ist der Älteste im Dorf. Er hat viele Schriftrollen gelesen. Sogar einige der Ältesten. Vielleicht hat er eine Idee. Würdest du bitte mit ihm reden? Ich muss hier auf das Artefakt aufpassen. Die Bewohner werden zu neugierig. Vor allem Azan. Azan der Jäger. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Ah. Okay, das ist auch grünes, Du gehörst mir. Illidium. Hallo, Shamas Nemeth. Du bist zurück? Ja, heil mich mal eben. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Danke, Ledercouch. Darf ich fragen, wie alt du bist? Älter als eine frische Hoti und jünger als ein Feebaum. Du bist der Meister im Fragen ausweichen. Ich bin ein Meister darin, meine Emotionen zu kontrollieren. Beim nächsten Talaner, den du das fragst, solltest du mit Wut rechnen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich frage nur wegen dieses Dings, das wir aus dem See geholt haben. Es wirkt sehr alt, uralt. Ich dachte, jemand wie du hat vielleicht in einer Schriftrolle davon gelesen oder so. Ich habe zwar viele Schriftrollen gelesen, banale und spektakuläre, doch an so ein Objekt erinnere ich mich nicht. Er sieht aus, als stamme es aus der Zeit vor den Talanern. Wo finde ich informative Schriftrollen? Vielleicht kann Dark sie mir vorlesen. Dark hat keinen blassen Schimmer. Die meisten Wipfelbewohner können nicht lesen, außer vielleicht Mor. Der hat sich weitergebildet. Am besten solltest du einen Gelehrten in der Dano-Bibliothek fragen. Ja, ich habe wohl meinen Bibliotheksausweis verloren. Kann ich mir deinen ausleihen? Ah, ein Witz. Sehr witzig, oder? Verzeih, wenn ich nicht lache. Dauerhafter Humor trübt die Reinheit des Phantasmas. Wo liegt die Dano-Bibliothek? Gute Frage. Gibt es sie noch? Wurde die Dano-Bibliothek bei der Bombardierung Prokrianas komplett zerstört? Oder steht noch ein Teil davon? Du solltest es herausfinden. Super. Also wo ist dein Daromon und wie kann... Ach nee, das hatten wir schon. Ja. Deshalb ist das grau. Wurden all die Gelehrten dabei umgekehrt? Es muss Überlebende geben. Der Assistent des Bibliotheksleiters soll angeblich am Tag des Zorns der Invasoren der Umkehrung entgangen sein. Wenn er noch lebt, muss er inzwischen sehr, sehr alt sein. Dann sollte ich mich lieber auf die Suche begeben. Wie heißt er? Sein Name ist Kurek. Schon damals, als ich in jungen Jahren Schriftrollen auslieh, hörte er bereits schlecht. Die Bomben haben seinem Gehör wohl kaum geholfen. Er könnte deine beste Chance sein, euer Artefakt zu verstehen. Er verbrachte sein gesamtes Leben mit dem Studium alter,
mittlerweile verlorener Schriftrollen. Kurek, was? Ich werde ihn mal suchen. Danke, Nemeth. Ich würde dir ja Glück wünschen, Fremder. Doch jeder ist selbst dafür verantwortlich. Vergiss das nicht. Nias, hast du schon mal von diesem Kurek gehört? Ich wollte mich gerade melden, Ulukai. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Und da du nach Prokriana musst, aktiviere ich ein Daoka, damit wir persönlich miteinander sprechen können. Also gut. Ich springe jetzt ins erste Daoka. Treffen wir uns. So. Ich drücke Tab, um zum anderen Daoka zu kommen. Du kannst jetzt mit dem neuen Daoka schnell nach Prokriana gelangen. Oder dir Zeit lassen, um die Welt um Emea und andere Dörfer herum zu erkunden. So, ich werde jetzt noch nicht dahin springen, weil... Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde. Das gefällt mir nicht. Gebe noch Ausrufezeichen. Ich muss nach Prokriana. Dort lebt ein alter Gelehrter namens Kurek. Er weiß vielleicht, worum es sich handelt. Ich werde hier warten, trotz Hazos Bestreben. Er befürchtet, dass die Invasoren das Artefakt aus der Luft sehen und darauf schießen. Bald ist es soweit, Ulukai. Kannst du es spüren? Ich will es nicht spüren. Ich will es hinter mich bringen. Komm jederzeit. Häuptling. Was bei den Jots? Warum bringst du diese Bombe hierher? Entspann dich. Das ist ganz sicher keine Bombe. Was ist an diesem Ort so Besonderes? Riechst du ihn nicht? Emeas erhabenen Duft? Er ist auf ganz Adelpha berühmt. Diese Gegend verzaubert die Sinne. Wir haben außerdem die herrlichen Morak-Früchte und einen noch herrlicheren Sinn für Diplomatie. Wie bitter die Lage auch sein mag. Und ihr könnt alle nicht lesen. Immer eine Freude. Das darf man auch nicht vergessen. Was? Noch höher? Ist dir der Platz ausgegangen? Vielleicht kann dir Anus helfen. So, Upgrade-Menü. Alles super, ist alles fürs Zorkins. Dem kann ich wenigstens diese Statue verkaufen. Erneuter Diebstahl. Aber jetzt kann man das Dorf wechseln. Kurek überzeugen. Wollen mir mit diesen Visionen etwas zeigen. Aber was? Wollen wir zu Mami? Wir sollten uns erst unterhalten, Kleines.
Nur wir beide. Na komm. Wow. Du hast ein Geschenk für mich? Aus einer anderen Welt? Einer anderen Dimension, um genau zu sein. Na, klar. Mein Freund Sokrim muss sie mir zugesteckt haben, als... Sie ist für dich. Hier. Die Halskette. Sie leuchtet. Es ist ein Amulett aus einem der magischen Steine, die es auf Adelpha gibt. Mama hat auch eins? Steht ihr sicher prima. Pass auf, Camilla. Ich muss dir was sagen. Du musst jetzt stark sein, Kleines. Dieses Amulett hat Leas gesucht, als ich sie getroffen habe. Ich hatte es offenbar doch, bis ich es Camilla gab. Hoffentlich vergeht jetzt nicht schon wieder ein Monat. Ulukai, du hast's geschafft. Wie hast du das angemacht? Es ist merkwürdig. Erinnerst du dich an die Entführung meiner Dolotai bei unserem Treffen? Ich habe an exakter Stelle einen der Oka-Kern gefunden, als hätte ihn jemand absichtlich dort platziert. Die Frau vorhin. Vielleicht war das eine freundliche Geste von ihr. Ich glaube, sie will verhandeln. Verhandeln? Weißt du, wie viele Talaner die Eindringlinge allein während der letzten Monde umgekehrt haben? Ich gehe ihnen nicht mehr in die Falle. Was willst du von mir hören, Leas? Die Jots geben mir Visionen und ich weiß nicht, ob ich ihnen trauen kann. Danke für den Trip. Kannst du mir zeigen, wo ich Kurek finde? Der alte Bibliothekar? Er müsste in den Überresten der Danum-Bibliothek sein. Schick. Ich bin ihm nur einmal begegnet. Nach dem Bombenangriff. Viel Glück mit ihm. Warte, warum sollte ich Glück brauchen? Wirst schon sehen. Oh, guck mal, da hinten ist die Stadt aus Gothic. Wow, schön die Balance halten, Slate. Das haben wir ja vorhin gelernt, das Gleiten. Das wirkt doch nicht mehr so unsauer wie in der Demo. Au, was so? Riecht ja schlimmer als mein Vater. Ein Killer für den Schwarm. Das fehlt mir gerade noch. Das sind aber viele. Fehlt wirklich ein Indikator dafür, wenn ein Gegner kommt und einen angreift. Das ist nicht so optimal.
Warum habe ich das Gefühl, dass hier einer im Boden hängt? Vielleicht, weil genau einer fehlt. Nein, kein Indikator, wo ich Schaden nehme, sondern ein Indikator, wo ich sehe... Tja, ich wünsche jetzt sowas wie eine Granate. Bug. Dann ist das so. Müssen wir später wiederkommen, vielleicht setzt das zurück. Also ich hoffe es. Klasse. Das ist der Weg. Hier wurde ganz schön eingeheizt. Prokrianas Meister Daoka ist der Weg in unsere Hauptstadt, Ulukai. Aktiviere es so schnell du kannst. Meine Dolo-Teilwächterinnen haben es zu dem Punkt verfolgt, den ich auf deiner Karte markiert habe. Ich werde mir das ansehen. Danke, Elias. Und jetzt bin ich farbig. Ich dachte, ich bin richtig, aber ich glaube, ich bin falsch. Ah ne, es geht da um den Doka-Kern. Dass du wirklich überall hin kannst, ist übrigens ein bisschen Fluch und Segen vom Spiel. Geht natürlich ein, mit dem Jetpack mal kleben zu bleiben irgendwo. Na, alles Bombe? Bombe? Ich hoffe doch, hier sind keine Bomben. Ich will gar nicht nachsehen. Mein Kopf dröhnt immer noch von den Bomben, die unsere schöne Stadt Prokriana zerstört haben. Tja, bei mir bist du sicher, Kumpel. Ich bin Slate. Cutter Slate. Nenn mich Rifa. Es ist eher ein Titel als ein Name, aber ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet. Was bedeutet er? Der Rifa ist der Leiter der Universität. Prokriana ist Adelphas Wiege des Wissens. Oder war es? Ich erinnere mich noch an den Rektor meiner Uni. Nannte mich immer ein Faulenzer. Nur wegen eines Filmes, den er sah. Wegen dieser alten Vogelscheuche habe ich die Schule gehasst. Nicht persönlich gemeint. Kein Problem. Aber dir ist bewusst, dass wir keine neuen Studenten aufnehmen, oder? Ja. Das dachte ich mir. Hängst du mit Kurek ab? Ihr scheint aus dem gleichen Holz zu sein. Kurek? Pah! Alt und anmaßend.
Wir sind uns nie einig. Er hängt in der Vergangenheit fest, aber ich blicke in die Zukunft. Und was siehst du dort? Wissenschaft. Fortschritt. Alte Schriftrollen führen uns nirgendwo hin. Wir sollten neue verfassen und uns weiterentwickeln. Es gibt immer noch so viel Wissen zu entdecken. Woran forschst du? Mein Vorgänger stand vor einem bedeutenden Durchbruch. Doch am Mond des Angriffs wurde er umgekehrt. Ich wollte seine Forschung fortführen, aber... Lass mich raten. Dir fehlt das Geld. Ich kann keine Sorkins entbehren, Kumpel. Nein, es ist Kurek. Dieser alte, verschrumpelte Morak. Die Bomben haben ihm nicht nur sein Gehör, sondern auch seinen Verstand genommen. Er hat sich die Aufzeichnungen meines Vorgängers geschnappt und will sie erst rausrücken, wenn ich einen irren Betrag an Sorkins zahle. Dazu hat er kein Recht. Es geht also doch ums Geld. Und du siehst nicht gerade wohlhabend aus. Ich könnte die Aufzeichnungen gegen andere Schriftrollen eintauschen. Doch die Universität wurde vollständig von Dieben geplündert. Nicht eine Schriftrolle ist übrig. Ihr seid beide erwachsen. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Hast du das? Kurek versteht kein einziges Wort. Er weiß, dass meine Entdeckungen zu den Assios ein Durchbruch sind. Also hält er sie zurück, bis er selbst eine Entdeckung macht. Was hat er schon je außer dem Schimmel auf seinen kostbaren Schriftrollen entdeckt? Askios? Ich bin nicht von hier. Und das Touristenzentrum wurde wohl mit dem Rest der Stadt hochgejagt. Hast du sie nicht herumfliegen sehen? Diese kleinen Kreaturen sondern eine ätzende Säure ab. Und ich glaube, ich weiß, wie man sie kontrolliert. Okay. Du glaubst, du könntest diese Alien-Bienen in eine Waffe verwandeln? Ich bin ganz Ohr. Assios können alles schmelzen. Selbst Metall? Mit Schwärmen von Assios an ihrer Seite hätten die Dolotai-Wächter besser gegen die Invasoren ausgesehen. Doch ich konnte meine Forschung nicht rechtzeitig vollenden. Was brauchst du dafür? Auf dem Universitätsgelände wachsen Kalmarbüsche, die das aggressive Verhalten der Assios dämpfen. Mit denen kannst du dich vor Assios schützen. Wenn du mir Assio-Larven bringst, kann ich sie mit meiner Forschung selbst züchten, um sie in starke, gezähmte Helfer zu verwandeln. Mann, was soll ich mit einem Haufen friedlicher Insekten? Theoretisch kann ich mit den Pheromonsekreten der Königin ihren Angriff auf ein bestimmtes Ziel lenken. Ich brauche bloß etwas mehr Zeit. Okay, dafür sind die Büsche da, die mich eingefärbt haben. Kannst du mir die Königin zeigen? Ich habe keine. Der Schwarm beschützt sie. Sie zu fangen ist zu gefährlich. Es muss einen Weg geben. Du scheinst meinen wissenschaftlichen Eifer zu teilen. Ich arbeite an einer Theorie. Wenn du dir das Gelee in der Wabe schnappst, wird die Königin dich jagen. Renn hierher zurück, bevor es austrocknet. Dann sollte ich in der Lage sein, die Königin in der Universität zu isolieren. Könntest du deine Theorie überprüfen? Ich werde doch garantiert gestochen. Suche nach Kalmarbüschen, wie die bei der Universität. Theoretisch sollten sie dich vor einem Schwarm tödlicher Assios schützen. Theoretisch gab es auch eine Zeit, in der Forscher wie du die Erde für flach hielten. Über die Erde kann ich nichts sagen, aber Adelpha ist flach. Oh Mann. Du hast Larven erwähnt. Ja, je mehr Larven du mir bringst, desto mehr Assios kann ich züchten und kontrollieren. Sammle im Revier der Assios so viele Larven wie möglich. Und wenn du Kurek die Aufzeichnungen meines Vorgängers abnehmen könntest, würde das alles beschleunigen und den Schwarm stärker machen. Wie kriege ich die Aufzeichnung? Sprich mit Kurek. Ich habe es aufgegeben, vernünftig mit ihm reden zu können. Ihm ins Ohr zu schreien hilft auch nicht. Mit diesen Aufzeichnungen könnte ich meine Arbeit beschleunigen und die Larven schneller züchten. Die Stadt scheint es schwer erwischt zu haben. Nach dem verhängnisvollen Angriff der Dolotai-Wächter schlugen die Invasoren plötzlich zu. Sie nahmen keine Gefangenen und kehrten alle Fühler um, die sie fanden. Danach verließen die meisten Überlebenden die Stadt. Wie hast du das überlebt? Ich war bereit, umzukehren, doch die Bomben verschonten mich. Ich wurde Leiter der Universität, nachdem mein Vorgänger umgekehrt ist. Zusammen mit unserem Häuptling und vielen meiner Studenten, die um ihr Leben liefen. Doch meine Forschung ist mein Zuhause, also bin ich geblieben.
Wir hören uns, Riva. Natürlich hören wir uns. Wir haben doch beide Ohren. Bah, die Dialoge sind einfach der Hit, ey. Einfach so stumpf. Stumpf ist Trumpf, einfach ganzes Spiel durch. Bist du hier der Schamas? Was ist so witzig? Hey, ich mag ja für euch komisch aussehen, aber ihr seid auch nicht viel besser. Nein, nein, du siehst in Ordnung aus. Es ist bloß... Okay, Spinner. Ich geh dann mal. Nein, nein, warte. Ich bin Jiso, der lachende Schamas. Ich lache, um den Schmerz zu vergessen. Welchen Schmerz? Den Schmerz, der die einsamen, reuevollen Ruinen meiner einst so lebendigen Heimatstadt Prokriana mir bereiten. Mein Gott. Lachen ist wohl die beste Medizin. Und, wie läuft das so? Könntest du für eine Sekunde ernst sein und mich heilen? Okay, nicht bewegen. Was machst du hier? Nun, da ich Prokrianas Schamas bin, heilte ich früher alle Talaner. Selbst arme Verbrennungsopfer wie dich. Ich bin nicht verbrannt, aber gut zu wissen, dass du ein Heiler bist. Dann, ist das dein richtiges Gesicht? Provozier mich nicht, Kumpel. Ist dein richtiges Gesicht. Also, das ist witzig. Dieser Ort ist so gut wie verlassen. Was ist passiert? Die Invasoren kamen mit ihren riesigen Metallschiffen, warfen Bomben vom Himmel, kehrten viele Talaner um. Was einst das Zentrum des Wissens für ganz Adelpha war, ist jetzt... Sieh es dir an. ja, es ist zum Totlachen. Okay, ich hau ab. Geiler Typ, ey. Das ist nicht mal witzig. Moment. So, das ist die Dorfquest. Larven ernten aus dem Nest. Gab es denn noch irgendwie einen zu suchen? Ach, der Planet ist super. Ich glaube, so lange schützt mich das alles nicht. Also mit den Bäumen, da wirst du relativ häufig in so einen Baum reinhüpfen müssen nachher. Du hast ein Loch in deiner Bibliothek. Wie geht's, Alterchen? Bringst du eine Schriftrolle zurück? Wenn sie verspätet ist, kostet es dich was? Das ist der Typ, den wir suchen. Mit einem Bibliothekar hätte ich hier nicht gerechnet. Blinder Barbar? Jotz, nein! Ich bin Professor Kurek, der Bibliothekar!
wenn du weiterreden willst. Die Dano-Bibliothek freut sich über eine Spende. Wie ich hörte, verfügst du über Forschung zu widerlich kleinen Wesen, den Askios. Tu die nie in deine Suppe! Askios sind tödlich, du Narr! Lies meine Lippen. Forschung! Forschung, ja! Ich habe detaillierte Aufzeichnungen zu Askios vom ehemaligen Rifa! Moment! Schick dich der neue Rifa! Rifa? Den Namen habe ich nie gehört. Das ist kein Name, sondern ein Titel! Der Leiter der Universität von Prokriana! Kann ich mir diese Aufzeichnung mal ansehen? Bring mir die Schriftrollen der Dano-Bibliothek zurück! Für jede Schriftrolle gebe ich dir eine Seite meiner Aufzeichnungen. Teile sie aber unter keinen Umständen mit dem Rifa. Natürlich nicht. Die sind nur für mich. Auf geht's, nach Emea. Vorwärts. Warum sollte ich nach Palana? Was? Nein, hör zu. Emea. Morax. Lecker. Nicht? Egal. Die brauchen deine Hilfe mit einem riesigen Stein, der mindestens so alt ist wie deine Ohren. Verstanden? Nein, nein, nein! Ich esse keine Morax! Zu süß für meine Zähne! Okay. Du kommst mit mir nach Emea. Jetzt! Ja? Ja! Eureka! Gehen wir! Gehen? Wohin? Verstehst du nicht? Die Bäume, die Früchte? Emea! Soll ich etwa nach Emea laufen? Das schaffen meine alten Beine nicht. Ich habe Prokriana seit der Stilllegung des Daokas nicht verlassen. Ein Talaner in meinem Alter spürt jeden Schritt. Kein Daoka, kein Kurek. Ja, alles klar. Okay. Warum beschimpfst du mich? Ich kann das blaue Helidium nicht einfach hier lassen. Es wurde ja gesagt, dass er mit seinen Ohren Probleme hat. Emahid, einer meiner Dolotai-Wächterinnen, ist auf einen altehrwürdigen Altar gestoßen. Kannst du ihn dir ansehen? Ich markiere die Position auf der Karte. Ja, sicher. Wenn du das für wichtig hältst. Danke, Ulukai. Ich glaube, er ist mit dem Phandasma-Schrein in der Nähe verbunden. Ich habe bereits ähnliche Altare gefunden, konnte aber nie herausfinden, wie oder warum die Altehrwürdigen sie genutzt haben. Sag nichts mehr. Du hast mich überzeugt. Ulukai, falls Emahids Info stimmt, sollte in deiner Nähe ein altehrwürdigen Altar sein. Kannst du ihn finden? Altehrwürdigen Altar. Klar. Ich sehe mich um. Slate Ende. So, Munition aufgefüllt. Hier ist eine kleine Basis. Du musst in dem Gebiet nämlich die Basis zerstören und dann wird sich das Schild der Hauptbasis runterfahren und dann kannst du da das Zeug klauen, was wir suchen. Ich denke nicht, dass das ein Teufelseisen-Vorkommen ist. Vor allem kriegen wir hier DNA. Also die Nanozellen. Um Fähigkeiten zu verbessern. Ah. Neuer Mod Haftminen. Oder ist das eine Zusatzfähigkeit? Au! Kann ich schießen, oder was?
Du hast gerade Nanozellen gesammelt. Mit Nanozellen kannst du Modulplätze für deine Waffe freischalten. Das auch noch. Aber, wie gesagt, die werden auch benutzt für die Freischaltung hier. Also für die Kampffähigkeiten. Das sind übrigens die Minen, jetzt die Explosion. Die das Ding freisetzt. Tja, und so kannst du alle möglichen Mods miteinander verbinden. Ist wirklich cool gemacht. Ach, da ist ja der Oka-Kern drin. Dann können wir das Portal schon reaktivieren, und damit wir den alten Herrn mitnehmen können. Schön. Also die Karte finde ich wirklich nicht so gut. Die Musik ist so dramatisch, weil eine Feindeinheit überlebt hat. Ich glaube, dieses riesige Ding ist das Nest von denen. Ich wurde entdeckt. Mein Gott. Meine Tasche ist bodenlos. Deshalb können wir auch so große Larven rumschleppen. Wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du dich ständig rausschleichst? Mein Vater hat heute 4 Gefangene exekutiert. 4.
Nur weil sie ihm nicht sagen, wie er auf diese verdammte Insel kommt. Er hat keine Wahl. Was wir brauchen, ist auf dieser Insel. Ich bin hier die Vermittlerin. Also lassen Sie mich vermitteln. Wir müssen sie nicht foltern. Ich stimme zu, aber du verstehst nicht. Ich habe deinem Vater versprochen, mich um dich zu kümmern. Dann ist das Ihre Chance dafür. Geben Sie mir Deckung, ich stelle Kontakt her. Immer diese Vision. Halte linke Maustaste um den Boost beim Jetsprint. Für einen Boost beim Jetsprint. Dies verbraucht mit der Zeit Energie. Cutter kann in der Luft ausweichen. Ah ja, der Gleitschirm. Anzeige ist falsch. Der Kern ist aktiviert. Wie geht's dir? Ich? Ich gehe nirgendwo hin. Ich schwöre es bei den Jots. Bitte tu mir nichts. Keiner will dir was anhaben, Mann. Warum so verkrampft? Frag alle nach Nurkan. Ich bin bloß ein ehrlicher Händler, der seine Ruhe haben will. Bitte verlasse meinen Laden. Er ist alles, was ich noch habe. Selbst meinen Stolz habe ich verloren. Ich will deinen Laden nicht. Was stimmt mit dir nicht? Ich weiß, wer du bist. Du gehörst zu ihnen. Zu wem? Wovon redest du? Die Invasoren. Ich bin kein Invasor. Du hast Invasoren gesehen, die wie ich aussehen? Aus Fleisch und Blut, nicht aus Metall. Nach dem Angriff auf die Stadt kamen sie aus ihren Schiffen, um sicherzugehen, dass alle Fühler umgekehrt wurden. Sie waren weich und rosa, so wie du. Ich war versteckt und sah, wie sie etliche meiner Freunde hinrichteten. Selbst meinen Geschäftspartner. Bitte, tu mir nichts. Mein Gedächtnis ist sort. Ich vergesse sofort dein Gesicht, wenn du gehst. Ich schwöre es. Geschäftspartner? Was ist dein Geschäft? Oh, ich schätze, du hast noch nie eine Fühlerwerkstatt gesehen. Sie unterscheidet sich stark von diesem Laden. Das hier ist mein Souvenirladen. Ja, ein absolut unverdächtiger Souvenirladen, den mein Partner und ich viele Zyklen lang betrieben haben, bevor er... Ja, das ist lange her. Du scheinst kein Invasor zu sein. Ein Tourist also? Touristen sind lieber am Meer, aber du nicht. Oh nein. Du bist bis an die Zähne bewaffnet und quetschst mich wegen meines Ladens aus. Nun, ich habe dir geantwortet, oder? Du klingst wie jemand, der was zu verbergen hat. Nein, nein, nein. Nichts zu verbergen. Pass auf, wenn du mich in Ruhe lässt, bekommst du einen schönen Rabatt. Hier wirst du keine Fühler finden. Die sind alle weg. Okay, du bist also ein Fühler. Nein, ich... Sword! Woher weißt du das? Hab schon mal undercover gearbeitet. Du könntest Übung gebrauchen, aber keine Sorge. Ich gehöre nicht zu den Invasoren. Invasoren auf unserer Seite? Das wusste ich nicht. Und ich wusste nicht, dass es noch Fühler gibt. Ich kann's kaum erwarten, Leas davon zu erzählen. Ich bin der Letzte meiner Art. All meine Brüder, sie kollaborierten mit den Dolotai-Wächtern und bezahlten mit dem Leben. Ich habe von Leas gehört, aber ich will nicht den gleichen Fehler machen. Also, bitte. Das verstehe ich. Und ich halte deine Identität geheim. Versprochen. Danke. Ich werde helfen, wo ich kann, solange ich unerkannt bleibe. Er hat häufiger gesagt, dass sein Gehirn scheiße ist. Dieses Zorg, oder wie das hieß. So als Fühler? Ich bin im Ruhestand. Manchmal praktiziere ich noch als Hobby, aber nichts, was... Nein, ich bin endgültig im Ruhestand. Verstehe. Schade. Einen wie dich hätte ich gebrauchen können. Wofür? Nicht, dass ich helfen könnte oder so, aber... Aus reiner Neugier.
Wofür brauchst du einen Fühler? Um ein paar Leute aufzumischen und die Welt zu retten? Aber vergiss das, Liebe. Wie ich sehe, bist du zu alt für... Warte! Warum? Irgendwer muss für die Talaner kämpfen. Und die Zeit wird knapp. Meine besten Tage als Fühler liegen hinter mir, aber... Ich kann immer noch alles Mögliche erschaffen. Das liegt in meinem Phantasma. Schwebt dir etwas Bestimmtes vor? Ich meine, dafür bräuchte ich Pläne. Pläne kann ich dir bringen. Danke, Nurkan. Okay. Bis bald, Haupt... Also er hat mir eigentlich erklärt, dass er Kunsthandwerker ist. Kunst, Waffen herzustellen. Du siehst wie jemand aus, der viel unterwegs ist. Wie wäre es, wenn du... Wäre geil. Ja, dafür habe ich immer noch nicht genug Geld. Da müssen wir noch mehr, 10 sammeln. Hey Kumpel, hast du was zu verkaufen? Hängt davon ab, wie viele Sorkins du hast. Sorkins, das war's. Ah, Hilfe! Verkaufen geht viel zu schnell. Jetzt habe ich irgendwas verkauft, was ich nicht wollte. Du kannst sogar die Larven verkaufen. Naja. Lager sind die Vorräte an Gegenständen in einem Dorf. Interagiere mit ihnen, um Gegenstände aus deinem Inventar in das des Dorfes zu übertragen. Ich kann ein hübsches Upgrade wittern. Toll, warum sagt er mir denn jetzt, dass da 10 Larven rein müssten? Hi, Rifa. Hast du was für mich? Da hätte ich direkt mehr Larven mitgebracht. Ich habe hier diese Larven mitgebracht. Die werde ich nicht gerade vermissen. Vielen Dank. Bring gerne noch mehr. Wir hören uns, Eva. Natürlich hören wir uns. So ein Unsinn. Also ist das da unten die Mindestmenge wahrscheinlich. Um zahme Askikors zu züchten, braucht Rifa eine Askikor-Königin, die sich um die Larven kümmert. Geh zum Stock und locke die Königin zu Rifa. Mal genau dahin, wo ich herkomme. Na, aber hallo! Wir können dann nochmal mit dem Alten reden, aber kann auch sein, dass der mich dann direkt dahin schleudert, ne? Beziehungsweise der direkt mit uns losgehen will. Richtig, wenn ich schon nochmal da bin, kann ich auch weitere Larven klauen. Vielleicht hätte ich den ja mit den Larven locken müssen, die Königin. Ah. Wir zwei kennen uns schon! Richtig. Kennst du irgendwelche Fühler? Die Invasoren haben die meisten Fühler umgekehrt. Ihr Bündnis mit den Dolotai-Wächtern war der Grund, warum Prokriana heute fast völlig verwaist ist. Ein paar könnten überlebt haben, aber erwarte nicht, dass sie es überall herum erzählen. Pass auf, am Grund des Sees in dem Meer wurde ein Artefakt entdeckt. Womöglich bist du der einzige lebende Talaner, der es identifizieren kann. Ich brauche deine Hilfe. Kommst du mit mir nach Emea?
Wie lautet der geheime Code? Ein Passwort? Warum sollte es auch einfach sein? Wenn du den Code nicht kennst, habe ich dir nichts zu sagen. Falls doch, so sprich. Aber sei dir bewusst, dass es keine zweite Chance gibt. Ein falsches Passwort und meine Lippen sind auf ewig versiegelt. Kriege ich einen Hinweis? Nein, ich habe keinen Kaufpreis. Das wäre doch viel zu einfach. Aber ich gebe dir einen Hinweis. Du findest den geheimen Code in einer uralten Schriftrolle mit dem Titel »Die verlorene Kunst der höflichen Bitte«. Kannst du bitte mit mir nach Emea kommen? Braver Junge, du gehst vor. Wir sind da. Das Relikt befindet sich hier. Dark, irgendwas Neues? Unukai, du bist zurück. Bei den Yords. Das ist faszinierend. Ruhig bleiben. Alles gut, der Gelehrte ist bei mir. Das kann nicht... Das sollte nicht hier sein. Ich wusste es. Wird dieses Ding explodieren? Nein, hier erodiert nichts. Es sind bloß Pflanzen, die die Schale des Eis bedecken. Sagtest du Ei? Was für ein Monster steckt da drin? Mutter? Es ist keine Mutter. Es ist ein Baby. Der erste Galenta seit Tausenden von Zyklen. Oh mein Gott! Ich bekomme ein Baby. Warum sind die alle so kaputt? Na los, Baby, mach schon. Schlüpf endlich aus deiner Schale. Professor Kurek? Kurek, kennst du mich noch? Ich werde das in eine Schriftrolle schreiben. Und dann werde ich diese Schriftrolle studieren. Rifa wird so neidisch sein. Kannst du mir mehr über Galentas erzählen? Kein Talaner hat je einen gesehen. Die ältesten Schriftrollen erwähnen lediglich vage Geschichten, die in den alten Tempeln stehen. Ich bin so aufgeregt, den gesamten Inkubationsvorgang zu dokumentieren. Bleib locker, Alterchen. Wie lange dauert es, bis das Ei schlüpft? Der Vorgang hat begonnen, als das Ei in unser warmes Klima gebracht wurde. Doch noch ist es dafür nicht warm genug. Es braucht Hilfe von außen. Also was? Soll ich für ein paar Wochen darauf sitzen? Wir müssen die Innentemperatur rasch erhöhen. Finde etwas, das die Hitze aufrechterhält. Etwa warme Decken. Beeil dich, sonst verlieren wir den Galenta für immer. Ist das alles? Wir brauchen auch Slingtalk-Saft. Der erhitzt sich rasch in der Sonne. Die Decken und der Saft werden einen warmen Kokon für die Inkubation des Eies bilden. Geil. Okay, dann bis später. Warum beschimpfst du mich? Lass uns einfach ein gutes Omelett machen. Häuptling Hatzo. Ja, ganz genau. Ich bin der Häuptling. Und ich befehle dir, diesen Mist wegzuräumen. Ein Galenta, Junges, und jede Menge Schleim. Ein Galenta? Ein fliegender Wurm aus dem Kindermärchen? Und das ist unmöglich. Und lächerlich. Mach dir nicht in die Hose. Ein Galenta könnte euch eine große Hilfe gegen... Das reicht, Fremder. Dein irres Geschwafel höre ich mir nicht an. Hast du ein paar Decken für das Ei übrig? Decken? Du hast recht, Fremder. Wir müssen verhindern, dass man dieses Ding sieht. Sprich mit Sotil. Vielleicht hat er welche auf Lager. Boah, kein Wunder, dass ihr alle... Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Nur Früchtesammler seid, ey. Und die Intellektuellen im eigenen Dorf gelebt haben.
Ja, es gibt Sprungpilze. Na, kein Platz mehr. Also das grüne Zeug, ne? Okay, 200 ist auch das Maximum, was er zurzeit tragen kann an dem, von dem Munitionstyp. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Cutter Slate und du? Das weißt du nicht? Ich bin Sotil, der grandioseste Weber in ganz Emea. Und sehr bescheiden. Ich liebe dein Shirt. Wo hast du das her? Ah, danke. War eine begrenzte Auflage. Lass mich wissen, falls du es verkaufen willst. Ich sammle Schriftrollen für den alten Bibliothekar Kurek. Er baut die Dano-Bibliothek in Pokriana wieder auf. Besitzt du irgendwelche Schriftrollen von dort? Ja, tatsächlich habe ich so eine Rolle. Weber der Legenden. Nur die Jots wissen, warum ich da nicht drin stehe. Darf ich sie ihm zurückgeben? Na gut. Hier. Ach, das war ja einfach. Es ist zwar die falsche Jahreszeit, aber ich brauche eine Decke. Sie muss dick und warm sein. Und groß. Sehr groß. Hast du sowas? Nein, aber wenn das dein Traum ist, erfülle ich ihn. Als Genie kann ich einfach nicht anders. Prima. Dann hätte ich gerne 5 davon. Ich hole sie später ab. Nicht so schnell, Ulukai. Was ist mit Farben, Mustern, Bordüren? Nimm dir einfach, was dir gefällt, okay, Kumpel? Eine Sache noch, Cutter. Um deine Decken zu weben, benötige ich bestimmte Materialien, aber ich kann den Laden gerade nicht verlassen. Was brauchst du? Wenn diese Decken schön warm sein sollen, solltest du die Fasern der Kova-Pflanzen beschaffen. Sie wächst nah am Hohlbaum. In Ordnung? Ja. Woran erkenne ich die Kova-Pflanze? Das ist ganz leicht. Es ist die einzige Pflanze, die im Hohlbaum wächst. Und wie viele Pflanzen brauchst du? Für eine Decke? Eine Menge. Leg lieber los. Mehr Kova, bitte. Herrje, geht's vielleicht genauer? Wie komme ich dahin? Verzeihung, wo bleibt der Enthusiasmus? Geh von Emea aus nach Westen, du kannst ihn nicht verfehlen. Es ist ein riesiger hohler Baum, der Hohlbaum. Verstehst du? Das ist ja eine Riesenhilfe. Danke. Warum gehst du nicht selbst? Der Baum ist nicht gerade sicher. Es spukt dort wegen uralter, längst vergessener Rituale, die dort abgehalten wurden. Und dann sind da noch die tödlichen fliegenden Kaminai. Nicht so mein Ding. Warum ist eigentlich die ganze Welt hier so passiv-aggressiv? Sind das genug Kova-Pflanzen, um die Decken zu weben? Nein, aber wenn das dein Traum ist, erfülle ich ihn. Sind Kaminai gefährlich? Ja? Hallo? Wenn du ihr Revier betrittst, reißen sie dich in Stücke. Asan könnte dich begleiten, doch er stinkt nach Fleisch und sein Modegeschmack ist fürchterlich. Habe ich das richtig verstanden? Ich soll gegen einen Haufen Killervögel kämpfen, um dir Pflanzen zu beschaffen, aus denen du ein paar Decken anfertigst? Bekomme ich dafür wenigstens Rabatt? Die Decken bekommst du umsonst. Bring mir bloß ein paar extra Pflanzen mit für den Winter. Abgemacht. Und gib mir dein extravagantes Hemd noch mit dazu. Vergiss es, Mann. Ich hab kein anderes. In Ordnung. Geh ruhig. Ich konzentriere mich auf mein Meisterwerk. Leg deine nächste Lieferung auf den Tisch da drüben. Solange du weiter Kova lieferst, wird Sotil weiternähen. Und ich... Blaues Helidium. Davon kann man nie genug haben. So, aber der Jäger hat auch noch mit uns zu reden. Ach, da ist der infizierte Talana. Ich trage schon zu viel herum. Man sieht nicht viele Talana, die bewaffnet sind. Netter Bogen. Danke. Ich bin Asan, Beschützer von Emea. Wer bist du? Cutter Slate, auch bekannt als Ulukai. Hier scheint es friedlich zu sein. Gibt es viel zu beschützen? Man weiß nie, wann die Kaminai zuschlagen. Und wenn sie es tun,
bin ich bereit. Weißt du, wo ich Slingtalk-Saft herbekomme? In den Sümpfen um Emea gibt es fleischfressende Slingtalks. Um die zu erledigen, brauchst du mehr als einen Bogen. Meine Waffen werden mit jeder Pflanze im Universum fertig, Mann. Für den Saft musst du die Pflanze aufschneiden. Anders geht es nicht. Ich bin weg. Na okay, das war jetzt nicht so wichtig. Lass mich raten. Da müssen die Konva hin. Ich kenne dich. Ich kenne dich auch. Kurek, ich habe eine Schriftrolle für dich. Ah, der Wiederaufbau der Bibliothek beginnt mit einer einzigen Schriftrolle. Wie versprochen, hast du hier eine Seite meiner Askior-Forschung. Finde weitere Schriftrollen. Okay. Warum beschimpfst du... So, nicht das mit der Königin jetzt. Das ist der Schrein, wovon die Dame vorhin gesprochen hat. Jetzt habe ich gar nicht mit dem Typen geredet, ne? Der oben war. Kein Omelette, bitte. Das X markiert die Stelle. Das Artefakt hat sich als Ei entpuppt. Die haben wir ja schon mal getötet. Deshalb, das ist ja um die Ecke. Saft zum Eierwärmen. Sammel etwas Slinkos-Saft. Slinkos hinterlassen nur Saft, wenn du sie mit V erledigst. Meine Mod-Situation ist nicht die optimalste dafür. Automatisch ein paar mehr mit. Du hast die ausgerottet. Sowas passiert halt, wenn man mich auf die Jagd schickt. Verdammt, zu viel Schaden.
So. Das wird ja hoffentlich reichen. Falls jemand diesen Kanal hört, bitte melden. Was zur... Wer bist du? Du erinnerst dich nicht? Wir sind nicht wirklich Freunde, aber ich könnte ein Verbündeter sein, wenn du einen willst. Gehörst du zu den Invasoren? Invasoren? So kann man es wohl auch ausdrücken. Ja, ich bin bei der WFA. Halte aber wenig von der Führung unseres Generals. Ich traue dir nicht. Wie ist dein Name, Soldat? Wie wär's, wenn ich anonym bleibe und dir als Zeichen des guten Willens eine viel bessere Waffe anbiete? Leg noch eine Flasche Bourbon und eine Fußmassage obendrauf, dann überlege ich's mir. Dieser Sarkasmus ist unnachahmlich. Commander Cutter Slade. Du bist es wirklich. Slade, Fanboy. Einfach nur Slade. Ich bin nicht mehr in der Navy. Unglaublich. Das verändert alles. Ich melde mich. Hey, nicht so schnell. Wenn du mich kennst, kennst du vielleicht meine Tochter. Sie heißt Camilla. Sag ihr, ich komme bald nach Hause. Bedauere. Familienangelegenheiten sind tabu für mich. Finde die Ausrüstung an den Koordinaten, die ich dir schicke. Ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert, damit du in die Anlage gelangst. Aber mach schnell. Ich weiß nicht, wie lange es hält. Over and out. Sag mir wenigstens, wie es hier geht. Hallo? Wie schwer ist es, eine einfache Frage zu beantworten? Lass mal im Heilen von dem. Hallo, Shamas Nimit. Du bist zurück? Ja, ich will mich eben heilen lassen. Kannst von dir. Sei. Ich mög. Weil anscheinend, finde ich gar nicht so viel Heilkraut. Ich habe nämlich nur noch zwei. Hui! Ich weiß gar nicht, warum er sich manchmal aufrichtet. Das hat er in der Demo auch schon gemacht. Achso, das ist der Hohlbaum. Komm zu Papa. Ich denke mal, ich muss über einen der Springpilze hoch. Wirst du die Darumons sammeln, nach denen die Almael verlangt hat? Das ist der offizielle Plan, Leas. Hör mal, ich verstehe, dass die Darumons die eine Sache sind, ja. Aber wenn ich jedes Dorf um Unterstützung bitte, würde ich die Basen der Invasoren lieber mit Hilfe deiner Talana eine nach der anderen zerstören. Aber ich dachte, bei der Botschaft der Jots ging es um Fortpflanzung und Schutz. Habe ich das missverstanden? Komm schon, Leas. Du hast Kisado verlassen, weil du weißt, dass die Almael keinen Bezug zur Realität hat. Sie weiß nicht, womit sie es zu tun hat. Im Gegensatz zu den Dulu-Teilwächterinnen. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Okastok und der Speer sind wichtig für eure Kultur. Das respektiere ich. Aber das Wichtigste ist jetzt, die Invasoren zu vertreiben, damit die Talana sicher sind und die Jots mich nach Hause schicken können. Du hast recht, Ulukai. Bestimmt kann jedes Dorf etwas im Aufstand gegen die Invasoren beisteuern. Du musst dir nur überlegen, was. Ian wäre so stolz auf das, was wir für Adelpha tun. Vertrau mir.
Der Feind spricht nur eine Sprache und wir werden brüllen, bis ihnen vor lauter Angriffen die Ohren abfallen. Slate, Ende. Geh mir nicht auf den... Wo sind die anderen? Werden sie noch irgendwas reinmachen müssen, was auch Gegner besser markiert als nur das Radar. Ich muss mal kurz gucken, wie ich den Gleiter nochmal aufmache. In der Luft F drücken. Das gefällt mir. Ja, Spiel halt alles. Ja, der Gleiter lässt sich auch bedeutend besser steuern als in der Demo. In der Demo war ich da immer ein bisschen überfordert mit dem Ding. Hui! Das haben wir alles, was wir fürs Ei brauchen. Du wirkst besorgt, Kurik. Was ist los? Zuerst haben wir eine dringende Angelegenheit. Passen wir auf, dass der Junge uns nicht hört. Er sorgt sich viel zu sehr um das Ei und ich will ihn nicht beunruhigen. Also, was ist so dringend? Eine Galenta-Mutter saugt mit ihrem Rüssel die Parasiten auf der Schale des Eis auf. Dies geschieht, sobald die Schale eine bestimmte Temperatur erreicht und eine bestimmte Art von... Okay, zu viele Informationen. Du musst bloß wissen, dass Parasiten das Ei bedrohen und uns ein Rüssel fehlt, um sie zu beseitigen. Heißt das, ich muss einen Rüssel suchen? Die Blasen sind also Parasiten. Verstehe. Hör doch zu! Ich sagte Parasiten! Wenn wir nichts unternehmen, durchbrechen diese Schmarotzer die Schale vor dem Schlüpfen. Das Galenta-Baby wird eine Frühgeburt nicht überleben. Was können wir dagegen tun? Dafür ist deine Zunge zu kurz. Aber ich weiß die Geste zu schätzen. Turnhas! Turnhas könnten uns helfen! Ja! Genug gesagt, die Zeit drängt. Frag Dark, wo du Twonhas findest. Aber sag ihm nicht, warum du fragst. Der Junge macht mich auch so schon nervös. Tu einfach, was ich sage. Sofort. Wie viele Twonhas brauchen wir? Sei nicht geizig. Einer reicht nicht. Zu wenige würden die Ausbreitung einfach nur verlangsamen, sie aber nicht aufhalten. Um das Ei zu retten, benötigen wir ein ganzes Rudel. Wo finde ich ein Twonhas? In Pokriana verkauft keiner Twonhas. Frag herum. Ich vermisse die alten Tage. Ja, damals war alles besser. Ich mag eigentlich den Questaufbau. Parasiten breiten sich auf dem Ei aus. Zoti webt Decken, Parasiten breiten sich auf dem Ei aus. Und wenn die Decken fertig sind, legt er es da drauf und dann geht die Inkubationszeit. Und jetzt brauchen wir noch zum Ei eskortieren Twonhas. Und irgendwann wird das Ei dann schlüpfen und dann kriegen wir das Vieh daraus wahrscheinlich und damit können wir rumfliegen.
Aber wir machen jetzt eine Pinkelpause.